Künstliche Intelligenz oder Machine Learning ist eigentlich schon längst angekommen. Nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in den Produkten und damit in unserem Alltag. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es der Treibstoff der digitalen Transformation in Deutschland und damit gerade für den Anwenderbereich wahrscheinlich die größte Wette auf die Zukunft. Ja, wichtig ist, dass künstliche Intelligenz wie viele andere Technologien auch eine Technologie ist, die natürlich stark vom Einsatzzweck abhängt. Und man kann sie für humanitäre Zwecke einsetzen, man kann damit die digitale Transformation vorantreiben, aber man kann natürlich wie jedes andere Tool auch diese Technologie missbrauchen. Unser Präsident Brad Smith hat darüber ein ganzes Buch geschrieben, Tools and Weapons, das genau diesen Zwiespalt auch abbildet. Wir haben das sehr früh aufgegriffen, haben ethische Programme aufgelegt, haben uns eigene ethische Leitlinien auch entsprechend gegeben und wenden diese Leitlinien auch in der täglichen Praxis an. Und das ist etwas, was man von Beginn an mitdenken muss, nicht nur auf einer politischen Ebene, sondern auch in der Implementierung der Produkte und der Zusammenarbeit mit den Kunden. Ja, wir gehen heute nicht mehr ins Netz, sondern das Netz ist unsere Lebensrealität. Es umgibt uns überall, wo wir sind. Und das heißt natürlich, dass das Netz unsere Werte widerspiegeln muss. Und die Herausforderungen sind riesig, die wir heute sehen, angefangen von Hate Speech, worüber es große Diskussionen gibt, über Cybersicherheit zum Beispiel. Und ich denke also, die Herausforderungen in den nächsten 25 Jahren sind noch größer als in den letzten 25 Jahren und der Eco wird noch gebraucht.